Ja, vor ein bisschen mehr als einer Woche war hier im Max-Eicher-Stadion in Max-Glan einiges los, die Tribüne gut gefüllt und am Feld endlich wieder Fußball. Jetzt ist hier etwas Ruhe eingekehrt. Tut dem Rasen gut und tut ganz sicher auch unseren Spielern gut. Aber so richtig untätig, das ist man bei der Austria nie. Und genau deswegen können wir auch diesen jungen Mann vor die Kamera bitten. Raphael, herzlich willkommen bei der Austria. Du bist eigentlich aus Fieberbrunn, aber du warst die letzten Jahre in Bad Aibling in der Deutschen Fußballakademie. Erzähl uns ein bisschen, wie bist du dorthin gekommen? Genau, ich wollte mit 13 einfach mehr mit Fußball anfangen. Ich wollte einfach durchstarten mit Fußball und Fußball zu meinem Beruf machen und immer noch auf meinem Weg dabei. Und dann bin ich mit 13 Jahren aufs Deutsche Fußballinternat gelandet, in Bad Aibling, genau. Das ist ein Fußballausbildungszentrum. Und genau, da bin ich jetzt seit 3 Jahren und mache jetzt meinen Weg bei der Austria weiter. Okay. Du warst vorher beim FC Pinzgau Saalfelden, naheliegend, ja. Geografisch. Hast du also schon Erfahrung in Österreich? Da hast du aber gespielt bis zur U16, oder? Bis zur U16, ja, genau. Wie ist das so in Bad Aibling im Internat? Also es hat sich schon viel geändert. Ich habe ins Internat ziehen müssen. Ja, Training 2-mal am Tag. Habe nicht viel Freizeit gehabt eigentlich. Also der Ablauf war eigentlich Training, Schule, Training und Schlafen. Und ja, das lebe ich jetzt seit 3 Jahren. Prinzipiell ist für einen Fußballer nichts Schlechtes. Ja, auf jeden Fall. Erzähl uns vielleicht ein bisschen was über deine Position und wie der Kontakt zur Austria so entstanden ist. Genau, ich spiele Linksflügel. Austria Salzburg hat eben bei meinem Verein, bei meinem Haupttrainer angefragt für ein Probetraining. Darauf habe ich dann direkt ja gesagt und bin aufs Probetraining gekommen. Ist sehr gut verlaufen und ja, habe mich nach dem Probetraining dafür entschieden. Wieder aus, ja, zu wechseln. Dann herzlich willkommen in Max-Glan und dann hoffe ich, dass wir dich auch bald am Feld in Aktion sehen. Dankeschön. Neuzugang, Raphael kommt aus Bad Aibling. Magst du mal ein bisschen was über ihn erzählen? Ja, der Raphael, ich bin ja des Öfteren in Kontakt mit dem DFI, mit dem Deutschen Fußballinternat in Bad Aibling. Damals auch schon zu Kufsteiner Zeiten und der Kontakt ist nie abgerissen. Und da fragt man natürlich immer von Zeit zu Zeit nach, ob es interessante Spieler gibt. Und ja, mir ist der Raphael vorgeschlagen worden. Und er war dann 1,5 Wochen bei uns im Training und hat auf Anhieb überzeugt. Er ist ein sehr, sehr junger Spieler, aber mit Riesenqualität, Offensivspieler. Kann links offensiv spielen und ist zielstrebig, hat Tempo, also genau das, was wir uns suchen und das haben wir jetzt froh und glücklich, dass er sich für uns entschieden hat. Ich war schon in Bad Aibling im Internat, das ist in erster Linie Schlafen, Fußball und wieder Schlafen und Schule. Aber wie ist da das Niveau, dass man das ein bisschen einordnen kann? Ja, ich glaube, jetzt wo der Raphael gespielt hat in der U16, die spielen Regionalliga in Deutschland. Das ist eins unterhalb von der Bundesliga. Das Niveau ist mit Sicherheit gut. Vergleiche sind immer schwierig, aber es kommen etliche Spieler raus. Auch der Tainer Matthias ist ehemaliger Schüler und Spieler vom DFI. Also die trainieren 2-mal am Tag, jeden Tag. Also die Qualität ist mit Sicherheit sehr, sehr gut und höchst professionell. Ich habe schon angesprochen, der Raphael ist wahrscheinlich unser letzter Neuzugang, wenn dann irgendwas Unvorhergesehenes passiert. So früh waren wir eigentlich noch nie fertig mit der Kaderplanung. Nein, so früh waren wir noch nie fertig. Ich hoffe, dass nichts mehr kommt, also Unvorhergesehenes. Ja, wir sind glücklich darüber, dass wir unseren Kader jetzt voll haben. Wir sind bei 20 Spielern. Wir haben 5 Abgänge, 6 Zugänge und der Oberst Marco pausiert ja im Endeffekt. Also wir haben alles erledigt und ich glaube, es war wichtig, wie ich schon mal gesagt habe, dass wir bald angefangen haben, dass wir uns bald Gedanken gemacht haben mit dem Vorstand, in welche Richtung wollen wir gehen.
mit welchen Spielern wollen wir weitermachen, welche Positionen suchen wir. Und es ist uns nicht alles gelungen, aber vieles ist gelungen. Und ich bin glücklich darüber, dass wir jetzt den ausgewogenen Kader haben, der was jetzt am Blatt Papier steht. Du sagst, am Blatt Papier steht? Mhm. Mit einem Grinser, da muss ich nachhaken. Ja, weil erst einmal bin ich glücklich darüber, dass wir viele Spieler von der alten Saison halten haben können, vor allem die Leistungsträger. Wir haben eine gute Mischung. Wir haben 13 Spieler in der Jugendregelung drinnen. Also das ist gerade für unseren Verein extrem wichtig, dass wir eine Plattform sind für junge Spieler, die was wir weiterentwickeln können. Ja, und von dem her, man hat auch den einen oder anderen richtigen Kracher in der Mannschaft, viel Erfahrung, aber auch viel junges Blut, die was richtig Gas geben wollen, und darüber bin ich sehr glücklich. Ihr macht jetzt gerade Pause in der Vorbereitung, ist noch eine Woche frei. Dann geht es in Eugendorf weiter. Was werden da die Schwerpunkte sein? Ja, jetzt wie du schon gesagt hast, ich habe es auch nach dem letzten Spiel gesagt, wir haben jetzt einmal 2 Wochen frei gemacht, wobei jetzt nächste Woche haben es noch einige Läufe. Wir machen es ein bisschen anders wie die anderen Vereine, weil ich einfach glaube, sie müssen einfach einen Kopf freibringen. Ja, und dann Schwerpunkte in der Vorbereitung. Also wichtig wird einfach mal sein, die ersten 2 bis 3 Wochen, dass wir richtig an der körperlichen Fitness arbeiten, an der Athletik arbeiten und sukzessive das in die Mannschaft reinbringen, wie wir Fußball spielen wollen. Ja, natürlich mit Ballbesitz, aber auch das vertikale Spiel und vor allem viel zielstrebiger wie beim letzten Spiel, ja, wo wir nicht so zielstrebig waren. Und ja, das gilt es einfach in jedem Training sich zu erarbeiten, und das werden auch die Schwerpunkte sein.